Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, mehr oder weniger Aufklärungsvideo. So kann man das nennen. Und zwar ist ja heute Morgen irgendwie um 8 Uhr morgens oder so die neue Hero-Folge online gekommen. Ich weiß nicht, warum die um 8 Uhr morgens online kam. Die sollte eigentlich wie gewohnt um 14.30 Uhr nachmittags kommen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was YouTube sich da wieder zusammengebrodelt hat in deren Topf der Verschwörung gegen uns alle, weil ja mittlerweile alles schlechter wird, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls geht es heute in diesem kurzen kleinen Infovideo um die Aktion, die Revi und ich bei Zombie gemacht haben. Und zwar haben wir uns da ja ein paar Sachen genommen, weil wir dachten, das sieht man sogar in der Aufnahme, dass das Ceronics-Haus sei. Und da wir das Ganze auch im Livestream aufgenommen haben und Simon auch meinte, ja, ist okay, macht ruhig, wenn das Ceronics-Haus ist, bla bla. Blöd ist nur, dass da ein Schild dran stand mit Zombies Gruft oder so. Das haben wir irgendwie beide übersehen, weil ich mich nur auf die Kisten fokussiert habe und auf Revi, der da schon an den Kisten ordentlich am rausnehmen war. Und Revi meinte ja auch, das ist Ceronics Haus. Und ich dann so, so dürfen wir dann da wirklich was rausnehmen? Und er meinte, ja, ist Ceronics Haus, der spielt ja nicht mehr mit, bla bla, können wir machen. Ich so, ja, okay, dann machen wir das einfach mal. Sache ist jetzt nur, dass Zombie sich dann halt gesagt hat, so, hey, bei mir wurden Sachen geklaut. Wir so, oh, das war dein Haus, sorry. Und dann meinte Zombie, ach so, wenn es so ein Missverständnis war, ist ja scheißegal, Kuss, Smiley, bla bla bla. Wir haben uns alle ganz doll lieb, Herzchen um die ganze Welt. Jedenfalls werden wir irgendwann dann mal mit Zombie aufnehmen und ihm die Sachen zurückgeben. Ich habe ihm auch gesagt, er kann sich einfach irgendwelche Sachen bei mir nehmen, die er braucht, so als kleine Entschuldigung. Und das Gleiche wurde mir auch freigestellt von Malte und Manuel von Broken Thumbs. Und zwar haben die sich meinen Chocobo Choki ausgeliehen, was ich ja erstmal nicht so cool finde, wenn man sich einfach so Sachen klaut. Deswegen fand ich das bei Zombie, habe ich mir auch tausendmal entschuldigt, dass es uns auch leid tut und so. Aber die haben mir jetzt gesagt, weil die sind irgendwie aus der Stadt ausgezogen oder so und können mir dann das Chocobo nicht so ganz schnell zurückbringen, weil die auch vorproduziert haben unter anderem. Und deswegen bringen die mir das Chocobo einfach zurück, wenn sie wieder halt in der Stadt mal vorbeikommen oder so. Und dann stellen die mir das einfach wieder ab bei mir zu Hause. Also dann ist Choki wieder bei mir. Ich hoffe, Choki geht's gut bei denen da hinten. Und dann darf ich mich während der Zwischenzeit, wo die mir dann Choki zurückbringen, darf ich mich dann auch bei denen an den Kisten so ein bisschen bedienen. Also ich werde da jetzt nicht alles rausnehmen oder so. Ich werde mir da dann mal ein bisschen Gold nehmen, wenn ich das dann mal brauche. Oder ein bisschen was zu essen, wenn ich gerade nichts mehr habe oder so. Also ich werde das jetzt nicht grundsätzlich heftig da ausnutzen. Ich hoffe auch nicht, dass Zombie das bei mir macht. Jedenfalls sind wir alle cool miteinander und da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, weil jetzt bei mir unter dem Video wurde jetzt mega viel rumgespammt. Hey, das war gar nicht Ceronics Haus, das war ja hier Zombies Haus, bla bla. Also Zombie ist, hat da ganz locker reagiert. Wir geben ihm die Sachen zurück, sogar noch mehr. Und es tut uns auf jeden Fall leid. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt nachvollziehen. Eigentlich sollte heute nur Hero kommen und nicht dieses Infovideo hier, weil ich noch sehr, sehr viel zu tun habe bezüglich Universität etc. Führerschein muss ich auch noch nebenbei machen und alles. Und ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, morgen geht's weiter mit Hero. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr in der Zukunft so die nächsten Tage noch so sehen wollt. Ihr könnt mir ein paar Challenge-Accepted-Sachen schreiben, vielleicht ein paar Minecraft-Facts. Dann werde ich mich da mal wieder ein bisschen ransetzen. Auch Seeds etc. sind natürlich immer schön gut gesehen. Und dann würde ich sagen, doof, dass ich jetzt dieses Video hier machen musste, weil es eigentlich klar ist, dass wir bei sowas jetzt nicht sofort in totalen Streit geraten bei solchen Kleinigkeiten. Aber die Community pegelt das halt manchmal zu einem gewissen Level dann hoch, wo man dann auch mal einschreiten muss und sagen muss, nein, es war anders. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao!